werde aus diesem Stoff einen Jeansrock nähen mit einer Jersey-Kellerfalte. Habe jetzt hier auch mein eigenes Schnittmuster entworfen für die Größe ca. 146 bis 52 und habe einfach mal gemessen, die Taillenweite wäre eigentlich, oder der Umfang ist komplett 65 cm. Um dem Ganzen ein bisschen Spiel zu geben, habe ich jetzt hier 33 cm gewählt. An der Hüfte habe ich 70 cm gemessen. Und sprich, also das ist leicht trapezförmig. Hier unten habe ich 38 cm. Das habe ich mir zugeschnitten, 20 cm Höhe, indem ich das einfach hier so quasi halbiert hatte und dann die Diagonale geschnitten. So habe ich das zugeschnitten. Habe ich doppelt mit dem Stoff vorbereitet, sprich ein Vorderteil, ein Rückteil. Dann habe ich roten Jersey-Stoff für das Bündchen. Habe ich 66 cm Länge mal 10 cm. Und der hintere Teil des Rocks, der untere hintere Teil, ist auch genauso 38 cm breit und rechteckig zugeschnitten. Hier unten habe ich ein paar Zentimeter extra gewählt. Da habe ich ein bisschen mehr Spiel dann fürs Umlegen. Was ich jetzt noch brauche, sind die zwei Vorderteile. Hier an der Seite liegt der rote Jersey-Stoff für die Kellerfalte in der Mitte. Das habe ich also schon. Und für die zwei Seitenteile vorne, das deutet jetzt hier die gestrichelte Linie an, lege ich das Ganze einfach doppelt, falte das so und werde es zweimal zuschneiden. Und damit ich nicht zweimal schneiden muss, ich lege einfach den Stoff doppelt. Das macht das Ganze ein bisschen einfacher. Und dann weiß ich, dass beide Teile definitiv symmetrisch geschnitten sind. Ich habe hier überhaupt keine Linien eingezeichnet. Also es ist einfach circa ein Zentimeter Nahtzugabe. Wer da lieber Linien haben möchte, der zeichnet sich das auf der Rückseite entsprechend ein. Ich mache das jetzt einfach so. Also mein Stoff ist doppelt gelegt. Hierbei handelt es sich um so einen leicht elastischen Jeansstoff. Und bei den roten Erdbeeren dachte ich, ja, das rote Bündchen und rote Kellerfalte passt da eigentlich ganz gut. Wenn ich das Ganze zugeschnitten habe, werde ich erstmal alle Teile versäumen, bis auf den Bündchenstoff. Jetzt habe ich alle Teile versäumt, bis auf hier das Bündchenteil. Das werde ich anschließend noch machen. So, als erstes bereiten wir quasi die Kellerfalte vor. Das heißt, ich nehme jetzt hier meine zwei vorderen Seitenteile und lege jetzt ein Teil und den Bündchen, den Jersey-Stoff hier rechts auf rechts. Wer jetzt hier ein Muster hat, wo man darauf achten muss, was oben und unten ist, natürlich dann entsprechend darauf achten. Das stecke ich jetzt hier ab und werde eine Naht hier runter nähen. Ich sehe, den Jersey-Stoff hatte ich etwas länger genäht, aber das ist nicht schlimm. Das kann ich nachher nochmal sauber versäumen. Den Stoff so zusammengenäht und gleichzeitig noch quasi den Bündchen
Stoff hier so geschlossen, also rechts auf rechts gelegt und diese 10 cm Naht zugenäht. Damit die Kellerfalte einfach später etwas schöner und dekorativer wird, werde ich eine Ziernaht hier nähen. Sprich, ich falte das jetzt ganz knapp. Und stecke es so ab und werde also knapp am Rand jeweils eine rote Ziernaht nähen, die man dann später an der Stelle sehen wird. Das ist jetzt das Rückteil. Das werde ich jetzt hier nochmal bügeln, so dass die Naht nach oben geht, und abstecken und hier oben so eine einen Dekozierstich machen. So wie man es auch ja sonst bei Jeans halt kennt. Und dann sieht es einfach ein bisschen schicker aus. Also wie gesagt, das hier nach oben bügeln und hier oben eine Naht. Und jetzt müssen wir natürlich den vorderen Rock vorbereiten. Also hier kommen jetzt diese beiden Enden zusammen. Und ich drehe es mal um. Da sieht man schon ein bisschen so den Effekt. Also hier kommt dann die Falte so raus. Also hier liegt es jetzt schön so zusammen. Und jetzt nehme ich das obere Teil, lege das rechts auf rechts und stecke das ab und nähe die Naht. Wem das zu schwierig ist, gleichzeitig das hier zu nähen, kann vorher auch einfach mal ein paar Stiche hier drüber machen, damit das schon mal fixiert ist, bevor man also den nächsten Schritt hier macht. Ich mache das jetzt hier in einem. Als nächstes kommen die Kellerfalten komplett an der Seite. Dafür nehme ich jetzt eins von diesen langen Stoffteilen und lege das hier drauf und stecke das entsprechend ab. Hierbei darauf achten, auch der Auch hier gibt es eine rechte Seite beim einfarbigen Jersey-Stoff, dass man das auf jeden Fall richtig hat. So, das stecke ich jetzt hier ab, genau wie für diese mittlere Falte. Und also das ist die eine Seite, wird komplett abgesteckt und genäht, und das gleiche dann für die andere Seite. Auch hier kommt dann rechts auf rechts abgesteckt, eine Längsnaht genäht und dann wieder die Ziernaht. Und diese Schritte wiederhole ich jetzt auf beiden Seiten, so dass man an der Seite diese schöne Falte dann hat, und das gibt einfach auch ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit, so dass der Rock etwas
wird. So, dann wenden wir den Rock mal. Und jetzt sieht er im Moment wie folgt aus. Denn hier entstehen ja auch nochmal die Kellerfalten. Was ich jetzt hier wieder mache, sind die Ziernähte. Sprich, also alle vier Nähte werden jetzt nochmal hier kurz genäht. So sehen die Seiten jetzt aus und sprich, also auch hier werden wir jetzt gleich die Kellerfalten dann legen. Das können wir jetzt eigentlich schon mal vorbereiten. Sprich, die zwei Nähte wieder aneinander und von hinten das entsprechend abstecken, erstmal nur grob. Das kann man dann immer noch mal ein bisschen fein justieren. Das wäre dann so. Das gleiche gleich auf der anderen Seite. Und hier habe ich jetzt, also hier ist der Schlauch für das Bündchen. Und ich habe das Gummiband schon mal zugeschnitten. Also hier hatte ich, das sind jetzt 65 cm Umfang, sprich nochmal 2 cm mehr zugeschnitten, also 67, und mit ein paar Kreuzstichen einfach hier so versäumt oder zusammengenäht. Das falte ich jetzt doppelt, also dass die Naht innen verschwindet. Und stecke dieses Gummiband jetzt erstmal hier so rein. Und hier helfen auch die Klammern, damit man es erstmal so ein bisschen justieren kann. So, dann ist das jetzt schon mal soweit vorbereitet, dass man das gleich ganz gut hier dran stecken könnte. Da das aber hier so ein bisschen, bevor ich das gleichzeitig hier mit diesen Kellerfalten dran nähe, hier werde ich die, glaube ich, vorab schon mal ein bisschen fixieren, damit es einfach nicht verrutscht. Und mache dann einfach mal so ein paar Zentimeter eine Naht hier drüber. Nicht, dass ich die Öffnung dann hier verschiebt oder die Öffnung zu groß ist. So, also das auf beiden Seiten, dass das schön aneinander liegt, hinten, und hier mache ich jetzt mal eine kurze Naht einfach drüber. Und jetzt stülpe ich dieses Gummiband hier drüber. Da wo die Kante ist, das stecke ich mal hier drauf. So, jetzt kann ich hier die Klammern rausnehmen. So sieht das Bündchen also jetzt von innen aus. Und ich werde aber hier auch nochmal eine Ziernaht nähen. Und zwar nähe ich die allerdings auf dem Bündchenstoff. Oder ja, ich kann es auch, ich falte es nach unten und nähe die Ziernaht auf dem Jeansstoff. Werde dann circa 4 cm hier abstecken, also das reinfalten, abstecken
und mit einer Naht festnähen. Wer mag, kann sich auch überlegen, das doppelt, aber dann wird es ein bisschen dicker. Also ich werde es jetzt nur einfach hier abstecken. So, der Rock ist jetzt fertig. Hier also oben die Naht genäht, unten das versäumt. Und ja, also ich habe ein paar Erkenntnisse gewonnen beim Nähen. Wenn man also nicht an der Seite hier nochmal diese Kellerfalte hätte, dann würde ich beim nächsten Rock hier das weitermachen. Also mindestens nochmal 5 cm, sprich also 10 cm im Umfang. Hier oben ist es eher eine Größe 146, in der Länge ist es eine 152. Also man könnte also auch dieses Teil vielleicht etwas kürzer machen, die gesamte Länge kürzen oder für eine Größe 152 die Längen beibehalten und oben einfach etwas weitermachen. Ja, aber sonst bin ich eigentlich sehr zufrieden mit dem Rock und denke, das sieht auf jeden Fall ganz schön aus.